Gute Arbeit mit den Partisanen, Karl. Das OSS ist sehr zufrieden. Damit und mit Sizilien. Hab gehört, Operation Husky lief ziemlich gut für euch. Außerdem soll Eisenhower große Pläne haben. Eine Festlandinvasion. Ike hat immer große Pläne, Karl. Wichtig ist, das war ein Stich ins Wespennest. Die Sache kommt ins Rollen. Welche Sache? Von Ihrem Informanten? Dorfmann. Nein, diesmal nicht. Das ist direkt von den Jungs der Luftraumüberwachung. Es gibt eine Werft. Hier unten, an der Küste. Die Deutschen verschiffen dort was. Eine Idee, was das vielleicht sein könnte? Strenge Sicherheitsvorkehrungen scheint also verdammt wertvoll zu sein. Und da komme ich ins Spiel, hm? Richtig erkannt, mein Freund. Wir brauchen Details. Was es ist und wo Sie es hinbringen. Und dann was? Klingt nach einer groß angelegten Operation der Deutschen. Dank Husky sind Bomber in der Region unterwegs. Also, wenn Sie dann fertig sind mit dem, was Sie da... Wieso geben Sie unseren Jungs nicht ein Zeichen? Beeindruckende Klinge. Sie gehörte meinem Vater. Gehörte? Bims Männer holten ihn mitten in der Nacht. Und seitdem... nichts. Kein Wort. Tut mir leid. Wie sagte einst ein Dichter, eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken. Mein Vater war dieser Funke. Darum ist man ihm gefolgt. Die Partisanen? Das wusste ich nicht. Er war mein Vater und ihr Anführer. Das sind große Fußstapfen. Ja, richtig. Aber solange es keine Leiche gibt, habe ich Hoffnung. Die Hoffnung hält uns am Leben. Freuen Sie sich über Ihren kleinen Sieg am Viadukt? Genau wie Sie es wollten. Dafür danke ich Ihnen, Lieutenant. Aber die Partisanen hängen an einem seidenen Faden. Wir brauchen Munition, Treibstoff, Medizin. Heilige Madonna, vor allem Medizin. Typhus? Er grassiert in Alagra. Auch ein paar unserer Leute zeigen schon erste Symptome. Wir wissen, dass die Nazis einen Impfstoff über die Werft transportieren. Wenn sie herausfinden, wo er lagert... Ich gebe mir Mühe. Weiß der Engel, wie schlimm es ist? Sie führt uns an. Sie hat andere Sorgen. Ohne sie sind wir gar nichts. Hab das Gefühl, sie zweifelt an sich. Sie ist bei uns, seit Böhms Leute ihren Vater geholt haben. Er war ein außergewöhnlicher Mann. Er wirft einen langen Schatten, ich weiß. Sie ist ihm eine würdige Nachfolgerin. Wenn ihr das nur klar wäre. Also holten ihn Böhms Leute? Man fand nie eine Leiche. Muss schwer für sie sein. Nicht nur das, Karl. Das OSS wusste von seiner Entführung, aber er war nicht von strategischem Wert. Also wurde nichts unternommen. Gar nichts. Was bedrückt Sie denn? Ein Mann namens La Terza, der Hafenmeister. Ein Freund von Ihnen? Ich kenne niemanden, der so durch und durch verdorben ist. Außer Böhm natürlich, diesen Mistkerl. Also kein Freund. Er ist ein Verräter. Er hat viele unserer Leute in den Tod geschickt. Man sollte an ihm ein Exempel statuieren. Ach ja. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Die Aufnahmen aus dem abgestürzten Flugzeug zeigen groß angelegte Waffenlieferungen auf dem Weg zur Werft in Lorino. Findet diese Waffen. Ende. Hab verstanden. Ende. Hier wimmelt es von Wachen. Ich bleibe lieber im Schatten, um Informationen zu sammeln. Ja,
Das wäre vielleicht eine sehr gute Idee. Und willkommen zurück zu Sniper Elite 4. Hier in der Dunkelheit. Und direkt vor uns ist einer und liest gerade ein Buch. Oder, ja doch, das sieht sehr nach einem Buch aus. Und wir wollen ihn natürlich nicht stören. Deswegen kann ich nicht... Okay. Geht leider nicht so wie bei Hitman, dass ich ihn hinten erwürgen kann. Das finde ich schade. Oh, 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 oh. Das hat mich jetzt gesehen. Keine Ahnung. Ach, das Auto, Alter. Was wird denn das Auto? Auf jeden Fall, wir kommen zurück. Die Partisanen haben irgendeine Krankheit. Finde ich nicht. Tortillos oder so. Steht das da nicht irgendwo? Warte mal, irgendwo stand das. Auf jeden Fall können wir hier kurz gucken, was hier für Aufträge gibt. Ja, irgendeine Krankheit haben die Pazifisten. Partisanen. Und die brauchen jetzt so einen Impfstoff. Und was für ein Zufall, die Nazis schleppen gerade einen Impfstoff hier rum. Ja, dann werden wir erstmal hier den hier noch mitnehmen. Oh, Alter. Dann kill ich den einfach. So, stirb. Du, was? Also, wenn ich stirb. Na, endlich. Zum Glück hat er keine Verstärkung gerufen. Ey, das war der peinlichste Angriff überhaupt. Okay, aber hier vorne haben wir so ein Geschütz. Da müssen wir aufpassen. So, sneaky peaky. Aber ehrlich gesagt, ich finde es so merkwürdig, wenn Karl so schleicht. Der bricht sich doch den ganzen Rücken, Alter. Das macht doch knickknack. Guck dir das an, Alter. Wenn der so läuft, Junge. Danach, wenn er 50 ist, ey, das war's mit seinem Leben. Okay, ich muss irgendwie ans Geschütz daran. Dann müssen wir das typische Sniper-Schleichen benutzen. Wir haben ja vorne nur zwei Wachen. Und da vorne ist halt das Geschütz. Boah, da oben ist noch einer. Ich will jetzt aber nicht laut rumschießen. Und dann haben wir wieder Stress und so. Sind ganz leise hier lang. Okay, der läuft eh ein bisschen weiter weg. Okay, wir gehen einfach dort hinter. Ich bin nicht da. Und runter, runter, runter. Psst. So, da musste ich kurz niesen. Mach mich ja alles schon krank. Jawohl. Gut. Ladung platziert. Und gleich macht's bumm. Ringstände zerstört. Gut, jetzt haben wir auch noch eine kleine Ablenkung gemacht. Schnell hier hoch. Ja, hier können wir auch rein. Gut, hier sind wir erstmal sicher. Und hier haben wir auch direkt unser ersten Auftragsziel. Oh, 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 oh. Bin ich hier. So, wir müssen da rauf. Da ist eine Leiter. Fuck, verpiss dich. Keiner hat es gesehen. Oh, versteck dich, Karl. Die haben nur die Leiche gesehen. Mehr haben sie nicht gesehen. Okay. Wo komme ich denn da noch rauf? Da ist noch eine Treppe. Okay. Einmal drauf. Wie er da drauf tretet. So einfach ganz gechillt. Bam. Komm, den hier vorne will ich töten. Jetzt ist er hier lang gelaufen, warte mal. Alter Karl, was machst du da? Sei doch nicht lebensmüde. Jetzt kann ich ihn hier abschießen. Perfekto.
Okay, warte mal, ist das eine gute Distanz? Müsste schon sein. Okay, der bewegt sich gerade, ich kann da nicht viel machen. Ich gehe mal trotzdem noch weiter weg. Hier vorne, der nervt mich. Lad nach! Hallo? Boah, zum Glück hat er nicht geschossen, Alter. Ist er nämlich jetzt schief gegangen? Okay, kann ich von hier aus schießen? Ja. Das geht. Hä? Deckung aufgeflogen? Was? Ach, der da vorne, Junge. Aber zählt noch. Okay, zählt nicht mehr. Ist nicht passiert. Hä? Ich dachte, man hört das von hier aus nicht. Gut, dann gehen wir noch ein bisschen weiter weg. Karl springt mal ein bisschen. Hier muss es aber klappen. Legen wir uns extra nochmal auf den Boden und dann. Jetzt rennt der weg, Alter! Willst du nicht eine schöne Kugel in deine Fresse? Mann. Okay, warte mal, dahinter war ja noch einer. Irgendwo dort hinten. Ja, ich sehe ihn. Okay, das hat geklappt. So. Ich muss mal kurz cutten. Das Fenster hat gerade nämlich ziemlich genervt, deswegen habe ich kurz das zugemacht. Alright. Gehen wir kurz wieder auf die erhöhte Position. Ist immer besser. Schönen Ausblick zu haben. Und gefällt mir, dass jetzt endlich auch mal im Dunkeln hier spielen können. Wo ist der Typ, der jetzt hier oben war? Dort. Kopfschuss. Dann ist einer dort. Sag mal, was macht denn da meine Mikrofongeräusche noch? Weil ich das Mikrofon so leise vorhin gemacht habe. Ja, jetzt ist. Ah, jetzt ist besser. Gut, alles gut. Oh, 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 schnell den Typen ausschalten. Geh weg! Kleiner Bastard! Und zum Glück ist er tot, da vorne ist noch einer. Was? Verstärkung rückt nah. Keine Sorge, ich bin gut. Warte. Oh, ich hab doch gesagt, ich bin gut. Ja, komm runter. Ist er. Herztreffer, nice. Das habe ich, glaube ich, hier alle ausgeschaltet, oder? Ich sehe keine mehr. Nee. Geklärt. Oh, Junge Karl. Du lebensmüde. Oh, oh, da kommt die Verstärkung. Am besten wir verpissen uns erstmal hier. Weil ich habe keinen Bock, jetzt noch weiter rumzuschießen. Wo müssen wir denn lang? Hier unten. Töte den korrupten Hafenmeister. Aber gern doch. Ich bin auch ein guter Auftragskiller. Okay, da oben kann ich rauf. Ja. Karl ist auch ein guter Kletterer. Er war auch bei den Alpen.
Da hat er mal sehr gerne geklettert. Komm, wir machen Nahkampf. Zam. Bam. Jawohl. Haben den Funker jetzt auch ausgeschaltet? Das ist alles. Ja, das ist alles, leider. Ja, gut. Leider nicht viel. Erstmal durch die Scheiben. Und hier soll jemand sein. Das muss das Büro des Hafenmeisters sein. Sollte mal einen Blick reinwerfen. Wo ist der Hafenmeister? Gut zu wissen. Ach, dort hinten. Okay, haben wir eine Information jetzt gefunden. Okay, hier ist keiner. Kann ich entspannt hier erstmal runtergehen? Kann ich hier die Türen öffnen? Nee. Ja, da ist er. Kann ich mich da anschleichen? Naja, aber es sind zu viele Wachen. Das muss Laterza sein, der Hafenmeister. Lucio will, dass ich ihn töte. Ich auch. Drei Leute hier in der Nähe. Wenn ich den jetzt abschieße, dann hört der eine das, wenn ich ihn jetzt... Gut. Fresse halten! Ich war nicht hier. Kein Problem. Das war richtig stealthy gerade. Sonst nichts. Alles schön leise gemacht. Gut. Schalten wir den hier oben auch noch aus. Komme ich gar nicht rüber. Aber hier. Ah, warte mal. Komme ich von den Kisten hier rauf? Nö. Ja, der ist oben, aber dort komme ich nicht ran. Wieso komme ich denn hier nirgendwo rauf? Alter, ist ja nervig. So, aber jetzt. Gott. Wenn wir erstmal einen weiteren Scheinwerfer ausschalten. Also plündert die deutschen Waffenkammer. Und hier ist nochmal so ein Scheinwerfer. Ja, okay. Ja, dann gehen wir einfach hier schön im Kreis. Das ist perfekt. Können wir auch direkt alles machen. Scharfschütze! Fuck. Runter! Runter, Karl! Karl, geh doch runter! Hallo! Ich hab dich. 3, 2, 1. Ich hab doch gesagt, ich hab dich. Keiner kann so gut sein wie Karl. Ich hab nicht mal eine Unterscheibenmunition. Bleibt mal schön in eurem Haus. Ha, hab ihn gerade noch ausgeschaltet. Gut. Immer den hinteren ausschalten zuerst. Oh, oh, oh. Wo denn? Wo ist er? Was? Er hat den Raketenwerfer. Nee, der Panzerfaust ist es. Dann schalten wir den zuerst aus. Mit der Panzerfaust.
Das sind aber viel zu viele. Verdammt nochmal. Okay, ich bin hier ein großes Ziel, wenn ich hier oben stehe. Ganz entspannt. Wir haben aller Zeit der Welt. Na, gleich darüber. Machen wir noch ein bisschen Ablenkung. Wenn wir den da hinten killen, der da drin ist, in dieser Lagerhalle. Guck mal, der rennt sogar zu uns rein. Hi! Mann, bist du blöd, Alter. Du hattest einen Job. Du hast verkackt. Aber sowas von. Jetzt können wir die eigentlich auch ausschalten. Fuck! Wir stehen vor so eine Kiste. Okay, die haben nichts davon bemerkt, das finde ich schön. Dann will ich aber jetzt hier nicht snipen. Obwohl, wir können ja später lang. Gehen wir erstmal hier hin.